Der erste Trailer zu Ant-Man and the Wasp ist endlich da. Maybe you just need someone watching your back. Wir haben ihn gleich mehrfach gesehen und nehmen ihn nun etwas genauer unter die Lupe. Zu Beginn wird klar, dass Scott Lang, aka Ant-Man, nun wieder als Verbrecher gesucht wird, da er Captain America in Civil War aushalf und somit mal wieder mit dem Gesetz im Konflikt steht. When Cap needed help, if I'd asked you, would you have come? Außerdem scheint die Romanze zwischen ihm und Hope weiterhin fortgesetzt zu werden. Sie, Scott und Hank müssen regelmäßig fliehen und schrumpfen dabei ihre komplette Basis, die sie wie ein Handkoffer mit sich tragen können. Let's go. Und jetzt kommen wir mal zu Hope, aka The Wasp. Zu den neuen Fähigkeiten ihrer Wasp-Rüstung zählt nicht nur das Schrumpfen und Fliegen. Nein, sie kann nämlich schon fast Iron Man-mäßig auf ihre Gegner schießen. Hold on, you gave her wings and blasters. So I take it you didn't have that tech available for me. No, I did. In einer Schlüsselszene sehen wir dann auch noch eine Person, die sich ebenfalls von einer kleinen Figur zu einem großen Menschen materialisiert. Ob es sich dabei schon um die Rückkehr von Hopes Mutter Janet handelt, die aus dem Quantum Realm zurückgekehrt ist, oder doch eher um den eventuellen Schurken des Films, bleibt abzuwarten. Lawrence Fishburne ist nun auch endlich in der Rolle des Bill Fosters zu sehen. Dieser ist ein alter Freund von Hank Pym. Eine Rückkehr von Giant Man ist nun ebenfalls bestätigt. Doch die wichtigste Frage, die uns jetzt beschäftigt, ist: Spielt der Film direkt nach Captain America Civil War oder wird er auch an die Ereignisse aus Avengers 3 Infinity War anknüpfen? Hat euch der Trailer gefallen und freut ihr euch auf Ant-Man and the Wasp? Schreibt es uns in die Kommentare und für weiteren coolen Content schaut euch diese Videos an.